Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Lounge und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute geht es um den Frosticker und da will ich euch heute zeigen, wie ich das Ganze gespielt habe. Als allererstes wollen wir uns einmal die Skillung anschauen, dann einmal das Gear, Verzauberung, Sockel und dann werden wir uns noch ein bisschen die Consumables anschauen und dann, ja, würde ich sagen, gucken wir in den Fight an sich rein. Da werde ich euch grob die Taktik erklären, beziehungsweise auf was ihr denn so achten müsst. Ja, ich würde sagen, wir fangen einmal mit der Skillung an. Und zwar als allererstes habe ich hier Kaltes Herz mitgeskillt, dann Runischer Kreislauf, dann Todesweite. Ganz wichtig, Todesweite nehmen wir nur in der ersten Phase mit. In der zweiten Phase nehmen wir blendendes Eis oder blendender Eisregen mit. Wir können nämlich hier während den Phasenübergängen, beziehungsweise dem Phasenübergang im Singular, einmal die Talente switchen, wenn wir denn einen Turm dabei haben. Und zwar, ich weiß nicht, habe ich noch eins hier rumliegen? Diese Teile, Foliant des ausgeglichenen Gemüts, die könnt ihr einsetzen, dann könnt ihr Talente switchen. Man ist nämlich kurze Zeit außer Combat, ne, weil dann der eine Boss tot ist und der andere Boss gerade am Spawnen ist und dann kann man quasi Talente switchen. Deswegen solltet ihr die Dinger mitnehmen, macht schon viel aus. Am Anfang in der ersten Phase brauchen wir nämlich eine erweiterte Grip Range und in der zweiten Phase brauchen wir ein bisschen den Mass Slow, um uns einfach den Kampf ein bisschen einfacher zu machen. Als nächstes habe ich die Lawine mitgenommen, dann Permafrost, Aufziehender Sturm und Syndragosas Hauch. Das soweit zu den Talenten. Und dann schauen wir uns einmal das Gear an. Das ist übrigens dasselbe Gear, was ich auch jetzt gespielt habe beim Blutdeka und was ich dann halt auch beim Unholy-Deka gespielt habe, war da relativ faul, habe da nicht mehr groß geswitcht. Ein Gear, alle drei Challenges, hat soweit funktioniert. Natürlich kann man es ein bisschen verfeinern für die jeweilige Challenge, aber ich zeige euch jetzt mal, was ich gespielt habe. Ich habe an den allermeisten Slots das hergestellte Gear. Das ist hergestellte Schreckensplattenstulpen des schrecklichen Gladiators. Wie auch schon bei den anderen 25 Challenges, die ich euch gezeigt habe, immer dieses hergestellte Gear. Das kann dann in dem Fall beim Plattengear den Schmied herstellen. Ist aus Mist of Pandaria. Und hier ist es, glaube ich, eigentlich grundsätzlich Item Level 35. Man kann es aber mit so bestimmten Tokens, die dann auch der Schmied herstellen kann, upgraden auf verschiedene Itemstufen. Zum Beispiel jetzt hier auf die Itemstufe 48. Was hat das für einen Hintergrund? Mage Tower ist quasi Timewalker Con. Content bedeutet, man wird runtergescaled auf Stufe 50. Alles, was über Stufe 50 ist, wird auf Stufe 50 runtergescaled vom Item-Level. Der Char wird auch auf Stufe 50 runtergescaled. Alles, was drunter ist, wird aber nicht hochgescaled. Warum gehe ich jetzt zwei Item-Level quasi unter dem Maximum von 50? Hat den Hintergrund, man kann dieses hergestellte Gear, wenn dann, auf 48 herstellen oder auf 52. Jetzt wird der eine oder andere sagen, 52 ist ja sinniger, dann wird es auf 50 runtergescaled und ist trotzdem besser als 48. Aber man hat alte Verzauberungen und diese alten Verzauberungen haben eine Limitation auf Stufe 50 oder drunter. Heißt, ich kann alle möglichen Items, wie ihr seht, nur verzaubern, wenn sie Stufe 50 sind oder drunter. Deswegen habe ich die auf 48 gecraftet, verliere zwar zwei Item-Level und dann auch ein paar Sets, kann dafür die Verzauberung drauf machen und das lohnt sich. Ihr seht zum Beispiel hier auf den Handschuhen, habe ich jetzt 8 Stärke, 15 Ausdauer, vielleicht hätte ich es auf Stufe 50 dann 9 Ausdauer oder 9 Stärke drauf, dafür kann ich halt 8 Stärke drauf VZ'en, ne? Macht insgesamt tatsächlich mehr Sets aus. Also das ist wirklich so ein bisschen Min-Maxen. Genau, dieses hergestellte Gear, wie ihr hier seht, hat dann immer schön Sockelslots drauf. Und dementsprechend können wir uns da zum Beispiel Stärke reinsockeln. Ich habe hier immer die epischen Sockel genommen. Und zwar Klobiger Purpur Spinell schimpft sich das Ding. Die haben einfach am meisten Sets drauf. Denn wenn ihr euch jetzt die aktuellen Sockel nehmen würdet, die würden auch wieder runterskaliert werden. Und die epischen bleiben quasi auf ihren Stats und werden am wenigsten runterskaliert. Ne? Es gibt auch blaue, die haben 6 oder 7 Stats drauf. Die werden aber dann unter den epischen skaliert. Ist ein bisschen komisch. Weiß auch nicht, warum Blizzard das genau macht, aber die epischen bringen am meisten Stats, nimmt die am besten. Sind aber tatsächlich auch ein bisschen teurer. So, dann gucken wir uns jetzt mal an, was ich da overall verzettelt habe. Ich habe hier 8 Stärke drauf verzaubert. Hier habe ich quasi auf dem Gürtel, der hat eigentlich nur einen Sockel, da kann man sich so eine Gürtelschnalle drauf machen, die, glaube ich, auch ein Schmied herstellen kann. Kriegt man nochmal einen extra Sockelslot drauf. Der müsste dann... nee, der sieht nicht anders aus, aber der glaubt mir, dass da ist so ein extra Sockelslot drauf. Dann auf den Beinen habe ich quasi nochmal 6 Ausdauer plus 3 Crit. Das kann, ich meine, einen Lederer und einen Schneider. Ich glaube, der Lederer kann das mit Stärke machen. So ein extra Rüstungsset da drauf basteln.
Dann haben wir einmal eine VZ mit Fernangriffskraft auf den Schuhen. Dann habe ich hier die Ringe aus Shadowlands. Ne? Item-Level ist ja egal, man wird ja eh auf 50 runterskillen. Deswegen habe ich hier einen 251er und einen 233er. Da habe ich spezielle Sockel drin. Und zwar kann man einmal ein Leviat-Auge der Stärke sockeln. Das hat 7 Stärke drauf. Und man kann einmal ein Krakenauge der Stärke sockeln. Und das hat quasi 6 Ausdauer drauf. Und hier seht ihr auch die Sockel. Benötigt Minimum eine Gegenstandsstufe 55. Und der hier auch Minimum 50. Deswegen habe ich die in diese Items reingesockelt. Der andere Sockel, der hier hat überhaupt keine Minimum-Item-Level. Ne? Das ist auch so ein bisschen rumspielen. Dann habe ich einmal Gronzahn-Kriegshorn. Ist einfach ein Heirloom-Trinket, das kriegt man mittlerweile nicht mehr. Das hat es in WoD einmal gegeben, bringt ein paar Sekundär-Stats und hat einen zusätzlichen Effekt, mehr Schaden gegen Dämonen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, der erste Boss ist kein Dämon, der zweite könnte einer sein. Ich glaube aber, dass das eher irgendwie so ein Ungeheuer oder sowas ist als Kategorisierung. Ehrlich gesagt, ich habe mit dem Char kein anderes Trinket und die Tank-Challenges waren halt Dämonen, deswegen habe ich es angezogen. Ne? Wahrscheinlich ist jegliches andere Trinket besser als das. Das braucht ihr nicht unbedingt. Was ihr aber holen solltet, ist die verheerte Samenkapsel. Die gibt es vom ersten Boss in Emerald Nightmare, also hier in dem Legion Raid. Das ist einmal Altstopp hier in Valshara. Hier haben wir den Eingang. Der ist Markgrüne Albtraum, erster Boss, könnt ihr im LFR, HC, NHC, Mythic töten und auch Bonus-Rolls oben in Dalaran mitnehmen, falls ihr es nicht gleich kriegt. Ist ein schickes Ding, macht eine Void-Fläche, die relativ gut Schaden macht und ein bisschen Lifesteal kriegt ihr auch noch. Bestes Trinket, auf jeden Fall mitnehmen. Das ist eine Riesenhilfe, das kann ich euch sagen. Waffen habe ich einfach 2 Erbstückwaffen genommen, die sind ehrlich gesagt ziemlich kacke, aber ja, ich hatte jetzt keine anderen. Und was habe ich da drauf verzaubert? Da vielleicht ein kleiner Exkurs. Ihr könnt hier sowohl mit einer Zweihandwaffe spielen, als auch mit einer Einhandwaffe. Diese Waffen könnt ihr auch in den Phasen switchen. Ich bin faul gewesen und habe das nicht geswitcht. Wenn ihr struggelt, macht es aber Sinn. Ich persönlich habe jetzt hier drauf verzaubert gehabt, Rune des ewigen Dursts und auf der zweiten Waffe Kreuzfahrer. Rune des ewigen Dursts ist halt eine Rune vom DK, die könnt ihr oben in eurer Nekropole, da hinten haben wir die, switchen an dieser Runenschmiede. Kreuzfahrer ist einfach eine alte VZ, die hat mal relativ gut im Mage Tower Skill, hat man ziemlich viel Leben gekriegt, Blizzard hat die genervt, ist total kacke, haut euch nicht Kreuzfahrer drauf, das hat Blizzard schon tot genervt, also das Ding braucht ihr nicht fahren. Wenn ihr jetzt 2 Einheitwaffen spielt, dann spielt ihr auf der ersten Waffe Schneide des Eises und auf der zweiten Waffe Rune des ewigen Dursts. So, in der zweiten Phase switcht ihr eure Waffen, habt auf der Main-Waffe immer noch Schneide des Eises drauf und auf der zweiten Waffe habt ihr Rune des gefallenen Kreuzfahrers drauf. Da habt ihr nämlich dann nicht mehr die Heilung, wenn Gegner sterben, weil in der zweiten Phase stirbt nicht sonderlich viel und ihr braucht auch kaum Heilung, sondern ihr habt dann halt einfach allgemein mehr Damage damit. Ich habe es jetzt wie gesagt nicht gemacht, das mit dem Switchen, habe auch Kreuzfahrer drauf gehabt, was die falsche Verzauberung ist, geht aber trotzdem. Ne? Dafür würdet ihr halt einfach nochmal eine zusätzliche Waffe brauchen. Ihr könnt natürlich auch mit einer zweiten Waffe spielen, dann spielt ihr einfach in der ersten Phase mit einer Waffe mit Runen des ewigen Dursts und in der zweiten Phase mit Schneiden des Eis. Ne? Soweit, so gut. Dann schauen wir weiter, hier habe ich einfach ein gegambeltes Item, das gibt es hier beim Kollegen, hier direkt am Mage Tower dran, da kann man sich für Nethersplitter Sachen holen, die sind auch zufällig genau Stufe 50, sodass wir uns VZs draufhauen können. Und da habe ich Stärke drauf verzettet, habe einfach einen Crit-Sockel reingemacht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Crit jetzt hier gut war, aber den hatte ich noch rumliegen. Ich meine, Mastery is the way to go nach Stärke beim Frost-DK. Deswegen ist Crit jetzt eigentlich nicht so optimal, aber den hatte ich noch rumfliegen. Und ja, sonst die anderen Items, seht ihr, das sind halt auch hier wieder die hergestellten. Hier habe ich zum Beispiel 30 Primärwerte drauf. Den Rücken ist eins gegambelter, da habe ich blöderweise keinen Sockel gekriegt. Dementsprechend einfach hier nur 6 Primärwerte drauf. Schulter ist wieder so eine Special-VZ. Auch wieder, glaube ich, Schneider oder Lederer kann das herstellen. Kann man aber auch immer Haar kaufen. 5 Stärke, 2 Crit. Und hier habe ich das Herz von Azeroth ein. Schlichtweg deswegen, weil es 3 Terz-Sekundär-Stats hat. Und dann haben wir hier noch den Kopf, auch wieder ein hergestelltes Item. Da habe ich einen Metasockel drin. Und zwar der Metasockel,
bringt uns 3 Stärke und 3% mehr kritische Treffer. Ne? Also wirklich prozentual ist eine schicke Sache, kosten aber teilweise relativ viel. Da muss man mal ein bisschen gucken, ob man so viel ausgeben möchte. Ihr braucht ehrlich gesagt dieses ganze Sondergear nicht. Ihr könnt mit eurem aktuellen Gear das easy machen. Es erleichtert das halt vielleicht um 10-15% am Ende, was man vielleicht mehr Schaden macht mit dem Ganzen. Also es kann sich schon lohnen, wenn ihr ein bisschen struggelt und so wie ich alle Challenges machen wollt, aber von den Klassen ehrlich gesagt wenig bis keine Ahnung habt, euch reinfuchsen müsst. Wenn ihr natürlich eine Klasse maint, dann sollte es mit dem aktuellen Gear gar kein Stress sein. Gut, das ist jetzt soweit das Gear bzw. die Talente. Jetzt würde ich sagen, schauen wir einmal auf die Consumer-Base. Wie bei allen Challenges spiele ich ehrlich gesagt mit dem Trank der ungezügelten Wut. Der macht einfach am meisten Schaden in Minute, macht jetzt zusätzlich Feuer-Damage. Ist eigentlich das Beste, was man spielen kann. Dann habe ich Trommeln der Wut genommen. Ihr könnt irgendwelche Trommeln nehmen, Hauptsache ihr habt HT. Dann habe ich mit dem verdunkelten Wettstein gespielt. Rückwirkend gesehen, muss ich sagen, wäre es wahrscheinlich cleverer gewesen, mit dem Schattenkernöl zu spielen. Und es gibt noch ein anderes Öl, das euch noch heilt, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Das wäre vielleicht auch sogar noch sinniger gewesen. Ja, aber der Wettstein ist auch okay. Ne? Also kann man nichts sagen. Gut, dann habe ich hier einmal gespielt mit dem großen Fläschchen des Tiefensogs. Ihr könnt auch ein aktuelles Stärkefläschchen nehmen. Das hat halt nach dem Scaling am Ende die meisten Sets. Ne? Teilweise hast du aus jeder Expansion eine Flask und wenn du da reingehst, haben alle unterschiedliche Werte am Ende. Und nicht das, was am meisten Werte am Ende quasi ungescaled hat, hat dann auch die meisten Werte da drin, sondern teilweise hat dieses große Fläschchen fürs Tiefensog, das hier 38 Sets hat, und das andere aus Shadowlands hat dann, ich weiß gar nicht wie viel, 50, 60 oder so, I don't know, hat dann weniger nach dem Scaling. Ne? Und das hier, das große Fläschchen des Tiefensogs, hat da die meisten, deswegen habe ich das genommen. Dann habe ich hier gespielt mit dem Mastery Food, dem aktuellen. Man kann natürlich auch Mainstat Food nehmen, zum Beispiel diese Blutwurst aus BFA oder einfach ein Festmahl hier aus Shadowlands, wird aber halt dann irgendwann teuer. Und dann habe ich noch eine Verstärkungsrune genommen. Zusätzlich haben wir natürlich die Folianten noch dabei, ganz klar, wir wollen den halt umskillen. Und dann sind wir da tatsächlich durch. Ach ja, Ding haben wir noch hier, ne? Den Heiltrank, psychischer Heiltrank, der skilliert auch relativ gut, bringt eigentlich da fast am meisten Leben wieder. Der aktuelle bringt, glaube ich, weniger tatsächlich. Gut, dann sind wir jetzt mit dem Vorgeplänkel soweit durch. Ich würde sagen, wir schauen die Challenge rein. Achso, kleine Randinformation, der Match-Schau ist jetzt übrigens immer offen. Ne? Also nicht mehr nur temporär, wie es denn ja eine Weile mal der Fall war. So, kurzen Schluck genommen, dann geht's weiter. Also, wir schauen den Kampf rein. Der ist hier auch wieder mal zweigespaltet. Und zwar, wir haben in der ersten Phase den Erzmager Xylem und in der zweiten Phase haben wir so ein hässliches Leeren-Elementar, sage ich jetzt einfach mal dazu, dass wir bekämpfen. Wichtig, haut eure Consumables rein, ne? Schaut, dass eure Waffen verzaubert sind, Buff-Food rein, Flask rein, Rune drauf und dann geht's hier auch schon gleich los. Ich stelle mich relativ nah an diese Kugel ran und zwar, wir wollen den Typen interrupten, dass er hier in die Mitte reinkommt. Ne? Ich hau mir am Anfang den Pot drauf, HT sparen wir bitte, wir interrupten ihn ja, Castle to Frostdinger und dann hauen wir einfach ganz normal unsere Rota drauf. Nichts Besonderes. Ihr seht, ich habe DBM drauf und jetzt kommt hier gleich dieses Eis und dann haue ich schon mal mein Trinket rein. Wichtig ist, das Trinket, seht ihr das, das liegt ist hier unter dem Eis und während ihr in dem Eis steht, kriegt ihr die ganze Zeit Frostschaden. Ihr könnt da rauslaufen, dann kriegt ihr keinen Frostschaden mehr. Wenn ihr gegen so eine Eiswand lauft, werdet ihr gewonshottet. Lauft ihr da rein, One-Shot tot. Ja? Ihr müsst quasi das Eis aufhauen, um rauszulaufen. Oder ihr bleibt in der Fläche drin stehen, macht es wie ich, legt eure Heal-Fläche unten rein und Damage-Fläche vorher, ne, weil ihr werdet kurz gestunt, wenn die kommt tatsächlich, grabt den Kollegen hier rein und dann geht's einfach los, dass ihr am besten ihn interruptet, euren Heal-Zauber hier spammt und ja, ihn einfach runterhaut. Ja? Einfach draufhauen, immer wieder die Heilung und euch einfach gegenhalt. Das ist quasi das erste Mal, wenn das Eis kommt. Dann spielt ihr ganz normal eure Fähigkeit weiter. Ich habe jetzt hier schon das eine gezogen. Da ich die Klasse nicht spiele, weiß ich nicht, wie die Fähigkeiten heißen. Sindergroßes Hauch habe ich quasi nach diesem Eisgefängnis gespielt. Das braucht ihr immer ein bisschen Runen auf, beziehungsweise diese Runen macht auf. Und ja, da muss man ein bisschen gucken. Wenn ihr das vorher schon zieht, dann könnt ihr den Todesstoß nicht mehr durchspammen. Deswegen habe ich es danach gezogen tatsächlich. So, schauen wir mal weiter. In der normalen Phase passiert nicht viel, der Typ castet halt wirklich nur den Frostblitz. So, jetzt kommt das zweite. Hier mache ich es dann so, halt, stopp mal wieder kurz. Bei dem zweiten ziehe ich quasi meine Anti-Magic-Shell und hier diese, ich glaube, eisige Gegenwehr heißt es, nichts Falsches erzählt, eisige Gegenwehr, genau heißt es.
Und das habe ich quasi zwei Death-Sachen an. Erstmal ist das Magic-Schaden und dann kriege ich durch die Anti-Magic-Shell ein bisschen weniger Damage und durch die eisige Gegenwehr natürlich auch nochmal. Ich grab ihn wieder ran und dann haue ich wieder auf ihn drauf, schaue, wenn ich diese Böe, den Proc habe, dass ich natürlich reiner E und die ganze Zeit wieder heil zauber diesen Todeshit, wie heißt das Ding? Echt nachschauen. Todesstoß, genau, wusste ich doch. Dass wir den durchspammen, es war teilweise ein bisschen knapp, dass man da quasi hinkommt. Ihr könnt dann einen Heiltrank ziehen, wenn ihr nicht ganz hinkommt. Optimalerweise spart ihr euch den tatsächlich auf. Ja. Ihr seht, jetzt kommt das dritte Mal. Da grab ich ihn auch wieder rein und jetzt nutze ich, wenn es nicht ausgeht, hier einmal mein CD und da jacke ich quasi dann komplett einmal durch und kill die Dinger und damit kann ich mich easy hochhalten. Das CD heißt einmal Furor des Frostwurms. Der macht ja so einen Frostwurm, der atmet dann einmal rüber und der ratzt uns dann einmal quasi hier komplett die Sachen auf und dann kriegen wir einen Haufen Blocks, heilen uns wieder komplett hoch, dann ist das easy. Ne? Zusätzlich habe ich dann auch nochmal hier mein Trinket reingelegt, um die restlichen Dinger quasi zerstören, um uns dann auch nochmal ein bisschen rauszuheilen. Ja, mehr ist es nicht, das Eisding kommt dreimal und dann fängt er an, in die Arkanphase zu gehen. Jetzt ist es so, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Arkanphase beginnt, er portet sich weg, ja? Und ihr seht, auf die Anti-Magic Shield haben wir jetzt noch ein paar Sekunden Cooldown. Der Typ ist hier, seht ihr auf der Map, auf der anderen Seite. Wichtig ist jetzt hier in der Phase, dass hier diese Erzmagazine im Spiegelbilder kommen und die müsst ihr runterhauen. Wenn der Cast durchgeht, dann knocken die euch weg, ja? Wenn ihr in dieser Bubble steht, werdet ihr kurz geheilt. Ja? Ich tue es nochmal kurz einmal zurück. Wenn ihr in der Bubble steht, werdet ihr geheilt. Wenn ihr außerhalb seid, kriegt ihr die ganze Zeit Schaden. Also werdet die ganze Zeit runtergehauen. Wir müssen den ersten runterhauen, warten kurz in der Bubble, dass wir voll geheilt werden. Dann benutzen wir die Anti-Magic-Hülle und laufen durch diese ganzen Viecher durch und auch durch die Strahlen. Wenn ihr durch die Strahlen durchlauft, kriegt ihr einen Haufen Magic-Schaden. Deswegen, ihr braucht die Hülle, weil sonst werdet ihr weggeschottet. Ja? Und sobald ihr nämlich zu ihm hinlauft, zum Richtigen, endet die Phase. Ne? Also ihr müsst schnell sein. Ich habe dann auch diesen Movement-Speed gezogen. Auch den weiß ich nicht, wie er heißt. Wie schimpft sich das? Unaufhaltsamer Tod schimpft sich das. Das gezogen und die antimagische Hülle quasi. Die beiden Sachen. Die solltet ihr auch da auf jeden Fall ready haben. Deswegen zünde ich die antimagische Hülle beim zweiten Eis. Dann habe ich sie nämlich hier etwa wieder. Musste 1-2 Sekunden warten, deswegen haben wir den ersten Typen um. So, jetzt sind wir in der Arkanphase. Was macht er jetzt? Er castet einfach Arkanbeschuss. Und ganz wichtig, den Interrupt müsst ihr für diesen Strahl aufheben. Den Arkanbeschuss am besten nicht normal interrupten, sondern für diesen Strahl. Was macht der Strahl? Bei dem ist es einfach so, dass er einen Stack auf den Boss hochstackt, dass der Boss immer mehr Schaden macht. Also, und das bleibt ewig drauf. Also das muss auf jeden Fall interrupted werden. Aha. Ihr seht, er portet sich auch wieder weg, dafür den Grip aufbehalten und ihr seht, hier ist wieder dieses Machtsammeln, das muss interrupted werden. Ja, ihr solltet den Boss immer hier in die Mitte reinziehen, einfach deswegen, dass wir nachher, wenn wir die Frostphase wieder haben, dass wir ihn immer wieder rankrippen können. Ein bisschen kacke ist, wenn ihr jetzt hier diese Kometen, nenne ich es jetzt einfach mal, spammt und ihr da in der Mitte steht, teilweise seht ihr sie schlecht. Wenn die euch erwischen, dann ist, denkt mal, könnt ihr euch denken, die machen einen Haufen Damage, solltet ihr euch nicht erwischen lassen. Jetzt haben wir wieder hier diese Movement-Phase-Typen wieder runterhauen, interrupten, ganz wichtig, weil sonst knockt ihr euch raus und draußen stirbt ihr einfach. Haut ihn runter, wir haben beide Cooldowns wieder jetzt ready, die solltet ihr also zwischendurch nicht rausrutzen, benutzen die wieder, laufen runter zu dem Glitzer-Typ, wir sehen ihn auf der Map, holen ihn raus und jetzt haben wir wieder Frostphase. Ne? Jetzt geht einfach wieder die erste Phase weiter, die wir vorher schon hatten. Zwischendrin könnt ihr natürlich auch euren Ghoul immer wiederholen. Zwischendrin könnt ihr auch immer schauen, dass ihr den Atem raushaut. Den braucht ihr woanders ehrlich gesagt nicht wirklich. Was ihr euch aufbewahren solltet, ist einmal quasi hier dieses Trinket, ne, dass ihr die Dinger hier aufhauen könnt. Und jetzt haben wir halt die Problematik, wir sind jetzt hier ganz hinten am Rand und können hier nicht rangrappen. Dann könnt ihr einfach die Sachen so töten, lauft hier in die Mitte. Man hätte ihn vorher vielleicht schon in die Mitte grappen können. Das wäre jetzt wahrscheinlich an der Stelle besser gewesen. Das habe ich nämlich jetzt nachgeholt. Das Problem ist, das nächste Eisding kommt jetzt gleich schon und mein Grab-Cooldown geht nicht auf. Das war jetzt eigentlich ein bisschen falsch gespielt von mir. Ich hätte ihn eigentlich vorher schon in die Mitte grappen sollen. Jetzt macht er aber wieder die Arkanphase. Hier müssen wir wieder ein bisschen ausweichen. Ehrlich gesagt kommt es mir so ein bisschen vor, ob er dann hier immer ein bisschen random switcht zwischen Arkanphase und Frostphase. Manchmal macht er dann zwei, dreimal hintereinander das Frostding. Manchmal switcht er wieder in die Arkanphase. Das ist teilweise ein bisschen random. So, ich komme jetzt nicht ganz an ihm ran, seht ihr das? Das ist ein bisschen blöd, weil er ein bisschen aus der Mitte rausgelaufen ist. Jetzt muss ich quasi ganz normal hier auf diese Dinger draufhauen. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr merkt, ihr schafft es nicht, eure
Damage-CDs zu ziehen, um einfach noch ein bisschen schneller das Eis kaputt zu machen. Und versucht am besten, ihn immer wieder, wenn ihr rankommt, hier in die Mitte zu ziehen, dass er gar nicht in die Bredouille kommt, dass er mal zu weit weg ist. Natürlich müsst ihr den Typen nicht DPSen, während ihr in diesem Frost steht, ne? Also das ist nicht unbedingt notwendig, aber dann kriegt ihr einfach die Phase ein bisschen schneller durch. So, jetzt haben wir wieder diese Dingphase und ich habe meine Anti-Magic-Shell noch nicht ready, das ist jetzt ein bisschen kacke. Wenn das der Fall ist bei euch, also wenn das jetzt genauso wie bei mir läuft, dann könnt ihr euch mehrere Magier hintereinander machen. Ihr seht, hier habe ich es gerade verkackt zu interrupten, er kickt mich raus, ich kriege halt relativ gut Schaden. Ne? Muss halt schauen, dass ich ihn schnell töte, immer gucken, wo der Dude ist. Jetzt habe ich es gleich wieder ready, jetzt laufe ich aber einfach so hinter. Hier könnt ihr auch den Heilpot nehmen, falls es nötig ist, ne? Hatte jetzt Glück gehabt, habe ihn relativ schnell noch rausgeholt, da war das nicht der Stress. Also auch wenn ihr die Cooldowns nicht ready habt, ihr könnt es trotzdem überleben, muss halt ein bisschen aufpassen. So, bei dieser Phase hier mit den Kometen könnt ihr theoretisch auch komplett vom Boss weggehen und einfach aussetzen, ne? Wenn ihr euch unsicher seid. Ihr habt jetzt eigentlich, soweit ich weiß, gibt es jetzt hier keinen Timer, wo ihr bestimmt schnell sein müsst. Ihr könnt es auch komplett vorsichtig spielen, aber ihr seht alleine schon, wie lange wir jetzt hier in der ersten Phase sind. Wenn ihr halt wenig Damage macht, dann seid ihr hier ewig unterwegs. Ich habe jetzt hier so auf ein bisschen Risiko mein Trinket gezogen, dachte mir, komm, er ist jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen in der Arkanphase, DPSen wir drauf. Was ihr gucken sollt, wenn der Boss so langsam low droppt, ne? Bei 10%, glaube ich, verschwindet er, zieht eure großen Dev-CDs nicht mehr, denn ihr wollt gucken, dass ihr alle Dev-CDs, sage ich, eure offensiven Cooldowns, alle ready habt, wenn ihr in die letzte Phase kommt. Wenn ihr die vorher halt schon raushaut, ist suboptimal. In der letzten Phase haben wir einen Soft Enraged, denn da haben wir so einen großen Typen. Der voidet die ganze Plattform voll und wenn die Plattform voll gevoidet, ist es Feierabend. Und das kann am Ende ziemlich, ziemlich eng werden. Heißt, ihr solltet mit allen Cooldowns, allen quasi Damage-Cooldowns in die letzte Phase gehen. Jetzt haben wir hier den Typen wieder. Ich habe es ehrlich gesagt wieder ein bisschen gefailed. Und zwar habe ich ihn nicht in die Mitte gegrabt, das hätte ich mal machen sollen. Hier habe ich jetzt auch einen kapitalen Fehler gemacht. Ich habe ein bisschen gepanickt, dachte mir, ich bin kurz vorm Sterben und habe meinen großen Cooldown gezogen. Das solltet ihr auch nicht machen. Ja, jetzt steht er zumindest wieder in der Mitte. Ich bin halt relativ schnell rausgekommen. Wenn ihr den Typen dann nicht reingrabt, könnt ihr mit dem Drachen quasi das Zeug aufschließen, rauslaufen. Easy. Ihr könnt es dann noch nebenbei ein bisschen cleaven, dass ihr eure Pox kriegt, ne, wenn die Dinger sterben. Und ich habe es meistens jetzt so gemacht, wenn ich ihn hier in der Mitte stehen habe und diese Kometen kommen, bin ich rausgelaufen. Wenn man gut moved, kann man das auch ehrlich gesagt so gegenspielen, sollte nicht das Problem sein. Aber teilweise spawnen die hier drin und dann wird es ätzend. Ihr seht, jetzt um die 10% verschwindet er. Ich habe zwei Sachen auf CD, blöd. So, jetzt trinke ich meinen Folianten hier einmal. Und jetzt switche ich um von der Todesweite quasi zum anderen rüber, dass wir quasi diesen Slow noch haben. Und jetzt solltet ihr gucken, wo das Elementar immer spawnt. Er castet jetzt hier ein bisschen. Ihr könnt euch theoretisch, wenn ihr Leben verloren habt, auch hinsetzen und recken. Ich habe jetzt hier meine Anti-Magic-Shell gezündet, um durch das Zeug durchzulaufen, weil jetzt Positionierung ist sehr, sehr wichtig am Anfang. Ihr sollt auf die andere Seite laufen und den Boss genau in die Mitte ziehen. Das ist extrem wichtig, dass er genau in der Mitte steht. Dann spart ihr euch nämlich sehr, sehr viel Platz. So. Und der Boss, seht ihr, macht einfach nur ein paar Mili-Hits. Der kann nicht viel. Aber der hinterlässt alle paar Sekunden eine Void-Zone. Und diese Void-Zone, da solltet ihr nicht drinstehen. Die macht relativ viel Schaden und die wächst immer weiter an. Und ihr seht, wenn ihr die erste hier in der Mitte placed, dann spart euch Platz. Das werden wir halt gleich sehen. So, wir haben jetzt hier einen Strahl und zwar müssen wir da ein bisschen rauslaufen. Ich setze da meine Samenkapsel hin. Und jetzt kommen diese Ads. Wir haben jetzt diesen anderen Zauber, dass wir die hier quasi ein bisschen slowen. Ich muss auch nochmal kurz nachschauen, wie er genau heißt. Das ist das, was wir hier geskillt haben. Blendender Eisregen. Und zwar blendet das die kurz und dann, wenn das endet, dann werden die um 50% geslowt. So, warum wollen wir das machen? Diese Leerwandler, die hier spawnen, die laufen dann zum Boss, deswegen laufen wir ein bisschen weg. Und wenn die ihn erreichen, dann heilen die ihn ziemlich stark hoch. Wenn die quasi zum Boss durchkommen, ist eigentlich Feierabend. Also, wenn ihr das einmal verkackt, also vielleicht geht's, wenn ihr der krasseste DPSler seid überhaupt, aber dann verkackt ihr das wahrscheinlich mit den Ads auch nicht. Die sollten nicht durchkommen. Die heilen den Boss hoch und dann ist halt RIP. Ihr seht, wenn wir das genau in der Mitte platzieren, wie groß das wird, haben wir hier am Rand ein bisschen Platz. Würden wir jetzt gleich an den Rand gehen, dann laufen wir einmal im Kreis, schütten das alles voll und ja, wenn wir einmal die Mitte quasi das Ding platzieren, dann haben wir einmal Schütten mehr quasi von dem Viech hier über, um es jetzt mal ein bisschen flapsig auszudrücken. Und das spart euch wirklich einen Haufen Zeit. Ihr solltet halt gucken, dass ihr jetzt
immer nur minimale Schritte aus dem Zeug rausmacht, dass ihr möglichst den Platz spart, ja. Und viel mehr passiert hier ehrlich gesagt nicht. Ihr müsst schauen, dass ihr den immer ein bisschen weiterzieht aus dem Zeug raus, aber möglichst an der Kante steht. Maximale DPS-Fahrt und immer dann, wenn quasi hier der Strahl kommt, Weglauf vom Boss, Samenkapsel legt, die ein bisschen blenden und dann einfach runterhauen, ja. Wenn ihr jetzt diesen einen krassen Syndragosa-CD nicht gezogen habt, also diesen, wo die Syndragosa kommt, warte mal, ich muss wieder gucken, wie die heißen, also den hier, Furor des Frostwurms, ach nee, das andere heißt Syndragosa, ne, also den Furor des Frostwurms, könnt ihr auch einmal ziehen, dass ihr die Ads damit killt, beziehungsweise halt schaut, dass die in einer Linie zum Boss sind, ne, dass ihr den Boss damit trefft und die Ads, dann sind die relativ schnell down. Hat 3 Minuten Cooldown, könnt ihr wahrscheinlich nur einmal in der Phase, ehrlich gesagt, eins ansetzen. Übrigens, hier in der Phase, wie gesagt, ich habe euch am Anfang ja erklärt gehabt, wie ihr eure Waffen verzaubern könnt für Phase 1 und 2. Ihr seht, wenn ihr nicht in der Voidzone steht, kriegt ihr so gut wie keinen Schaden. Dementsprechend, wenn ihr 2 Paar Waffen vorbereitet habt, könnt ihr die hier auch switchen, um dementsprechend dann ein bisschen Damage rauszuholen. Und viel mehr passiert hier ehrlich gesagt auch nicht, ne? Also ihr habt immer halt dieses Vollschütten, maximalen Schaden auf den Boss fahren, bisschen weiterlaufen, dann kommt wieder diese Ads, ihr macht die Ads runter und mehr kommt nicht. Da solltet ihr ehrlich gesagt ein bisschen gucken, dass ihr eure Cooldowns timet. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt meine Cooldowns beide hier nicht gezogen habe. Das ist ehrlich gesagt nicht so clever. Wahrscheinlich ziehe ich die jetzt gleich für einen Drachen. Genau, wieder Fläche. Und jetzt schaue ich, dass ich den Drachen wahrscheinlich hier reinhaue. Genau, dass der Drache sowohl den Boss als auch die Ads trifft. Wenn euch ein Ad hier zu weit durchgeht, ihr habt ja noch einen Grab. Den könnt ihr benutzen. Und eure eisigen Ketten könnt ihr hier auch noch benutzen. Dann ist es eigentlich relativ easy. Ihr könnt auch einen Ticken reinlaufen in die Fläche mit eurer Anti-Magic Shell. Das geht auch. Besser ist halt, dass ihr gut hinten rauslauft, dass ihr dementsprechend hier nicht in die Bedrängnis kommt, weil wie gesagt, die Voidfläche hat schon gut rein. Übrigens, wenn der Strahl ansetzt zum Casten, ihr müsst nicht sofort rauslaufen, ihr könnt eigentlich noch 3-4 Sekunden am Boss dranbleiben, Damage dealen und erst so ab 3-4 Sekunden hinterlaufen, dann könnt, weil der Strahl geht relativ lang und dann steht ihr bloß hinten rum und müsst warten. Am Ende werdet ihr das gleich sehen, ist relativ knapp. Wir spulen jetzt mal einen Ticken vor, weil wie gesagt, es passiert jetzt hier nicht viel anderes. Ich habe jetzt noch 23% auf dem Boss, jetzt spulen wir nochmal vor und ihr seht, hier hinten ist dann gleich auch schon aus, ne? Also Ticken Platz habe ich hier tatsächlich noch. Wenn ihr das, wie gesagt, in der Mitte nicht macht, dann ist Feierabend. Ja, da seht ihr es. Also bis dahin kann ich noch laufen und dann war es das quasi. Also jetzt einmal Ads noch, die spiele ich hier noch und nochmal Ads tatsächlich ist dann nicht drin bei mir. Dann würde ich quasi vipen, aber ich kann es euch schon mal ein bisschen spoilern. Hat natürlich geklappt bei mir. Hier sind die auch noch ein bisschen in die Zeug reingelaufen, da einmal rausgegrippt, ne, dass er den nicht erreicht. Und dann sind es jetzt noch die paar letzten Prozent. Wenn ich jetzt das nicht mit der Mitte gespielt hätte, dann wäre, glaube ich, hier schon Feierabend gewesen. Ne? Dann wäre da quasi schon ein Vibe gewesen. Ja, mehr ist es ehrlich gesagt nicht. Die schwierigere Phase mit verschiedenen Fähigkeiten ist die erste, ehrlich gesagt. Die zweite ist halt nur ein DPS-Race. Ne? Da müsst ihr halt dann die DPS-Rotor richtig runterspielen, sonst ist es ehrlich gesagt nicht. Das spielt dann halt auch das meiste tatsächlich dann mit hier dem Syndragosas Hauch, dass man halt schaut, dass man seinen Runenmachtbalken da komplett füllt und den möglichst oben behält, dass man den Hauch halt möglichst lang reinhaut. Ich habe ihn nicht für die Ads benutzt, sondern halt, um auf den Boss möglichst lang durchzuziehen. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Videoguide zur der Frost-DK-Challenge. Ich werde jetzt dann noch einen für die letzte DK-Challenge machen. Und zwar ist das hier einmal Unholy, das habe ich auch schon gespielt. Und ja, wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr auch noch reinschauen, beziehungsweise in die Playlist an sich. Denn ich werde für alle 36 Challenges die Guides aufnehmen. Ich habe jetzt schon, wie gesagt, 25 Challenges durch. Die anderen fehlen jetzt noch, aber ich bin guter Dinge, dass wir die auch noch schaffen. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.